Einen wunderschönen guten Tag. Wir stehen hier heute bei ZTE und haben was ganz Tolles zu Gesicht bekommen. Es handelt sich dabei um das ZTE S Pro. Ja, wir sind hier heute bei ZTE und die haben uns was ganz Spezielles gezeigt. Es handelt sich um ein Tablet, aber nicht irgendein Tablet, sondern das S Pro. Und man merkt erst, wenn man es auf die Seite dreht, eigentlich, was das Ding so besonders macht. Ja, es ist zunächst sehr, sehr dick, aber hier haben wir unter anderem einen Dolby-Lautsprecher und da haben wir noch einen Beamer. Ja, wirklich einen Beamer, der ein bis zu 300 Zoll großes Bild an die Wand projizieren soll, so die Herrschaften von LG. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja, und hier an der Seite haben wir weiterhin einen Lautsprecher. Hier ist noch eine kleine Klappe mit USB-HDMI-Anschlüssen und auch drahtloses HDMI und Miracast unterstützt das Ganze. Interessante Sache auf jeden Fall. Hier ist sozusagen der Power-Button, mit dem man das Tablet an- und ausschaltet. Braucht man natürlich auch. Ja, und wenn man dann auf die Rückseite guckt, ist hier diese kleine Feder, mit der kann man das Tablet dann quasi sinnvoll auf dem Tisch positionieren, dass man da auf jeden Fall den richtigen Winkel hat, um das Bild an die Wand zu projizieren. Ja, zum Tablet als solchen. Es hat einen SIM-Karten-Slot, es hat LTE an Bord. Das mag zunächst ein bisschen komisch wirken. Warum braucht man einen Beamer mit LTE an Bord? Gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Das Ding ist nämlich gleichzeitig irgendwie so eine Art Konferenztelefon, also eine eierlegende Wollmilchsau. Man legt das Ding in die Mitte und telefoniert dann damit irgendwie mit seinen ganzen Geschäftspartnern und schaut sich parallel über den Beamer seine Präsentation an. Hier dieser QR-Code, der ist nicht aus reinem Zufall dort. Mit dem QR-Code und seinem eigenen Smartphone, den scannt man dann und kann über eine App das Tablet fernsteuern. Denn klar, wenn es als Beamer funktioniert, will man vielleicht nicht immer aufstehen und irgendwie die nächste PowerPoint-Präsentation aufrufen. Das geht dann eben ganz komfortabel über die entsprechende App. Ist natürlich alles total auf Medienkonsum ausgelegt, auch das Display selber. Es handelt sich um ein 8,4 Zoll großes QHD-Display mit 2560x1600 Pixel. AMOLED-Technologie, deswegen sind die Farben hier auch so knallig. Das Ding arbeitet relativ flüssig, da gibt es vielleicht noch Ausbaupotenzial, aber das kommt sicherlich bis zur Serienreife, wird sich das dann noch so ein bisschen ändern. Ja, wir haben hier einen Browser und die eine oder andere App. Natürlich ist auch Google reichlich vertreten. Es gibt einen Google Play Store, über den kann man dann weitere Apps installieren, wenn man das auf seinem Beamer-Telefon-Konferenz-Tablet denn möchte. Ja, und ansonsten arbeitet hier Android 4.4. Man sieht, das ist stark angepasst. Es ist ein sehr, sehr spannendes Produkt, zu dem wir jetzt noch nicht die genauen Preise kennen. Übrigens auch nicht das Gewicht, denn es ist wirklich, wirklich schwer. Können nicht erwarten, das S Pro Plus mal in der Hand zu halten. Also das tun wir jetzt schon, aber es dann im Labor zu haben und genau rauszufinden, wie es sich so im Vergleich mit anderen Geräten schlägt.